Zuschauerinnen und Zuschauer zu den Wettiger News. Ich bin hier für die Wettiger Nachrichten von der Sporthalle im Tägerhardt, weil hier am 6. März ein Futsalmatch stattfindet und treffe mich mit den beiden Co-Präsidenten vom AFM Futsal Maniacs, Marco und Alessandro. Jetzt weiß ich euren Nachnamen nicht mehr, könnt ihr das gerade sagen? Marco Facchinetti, genau, das ist der Nachname und der Vorname. Ja, merci. Also, Marco und Alessandro Facchinetti sind da, sind Co-Präsidenten, wie ich schon gesagt habe. Ja, jetzt ist die erste Frage, die ich mir stelle. Was ist Futsal überhaupt? Marco, kannst du uns das kurz erklären? Genau, also Futsal ist eigentlich die schnellste Hallensportart und mittlerweile auch die verbreiteste Hallensportart auf der ganzen Welt. Ich sage es wieder ein bisschen verglichen mit, ich sage es mal, mit Eishockey und mit Handball. Es ist relativ schnell, attraktiv. Es ist natürlich Fußball. Es wird wie Fußball gespielt, einfach in der Halle. Es hat 4 Feldspieler, einen Goalie. Ja, und es ist relativ schnell und wir sagen im Schnitt etwa 5-6 Goal pro Spiel. Also sehr attraktiv. Ja, und ich nehme an, dass man dadurch, dass es ein Ball ist und kein Puck wie beim Eishockey, dass man das deutlich besser sieht. Ist das ein bisschen so? Das ist definitiv so, ja. Es ist nicht ein normaler Fußball in dem Sinn wie draußen. Er ist sprungreduziert in dem Sinn. Das heisst, wenn er auf den Boden geht, dann kommt er nicht mehr auf. Also, durch das gibt es auch viel technischere Spiele in dem Sinn, wie man es draußen ein bisschen kennt in dem Sinn. Genau. Mhm. Und was mich auch, glaubt, dort interessiert und vielleicht auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, wie ist euer Verein überhaupt entstanden? Marco, kannst du uns da kurz erklären, wie das hier gelaufen ist? Klar, also wir sind damals, sagen wir es mal, so ein bisschen im Sommer zusammengehockt. Das war ich, der Bruder und der Fabian, das ist ein anderer Kollege, der spielt jetzt mittlerweile in einer anderen Mannschaft. Dann sind wir zusammengekommen und haben das mal angeschaut. Ich dachte, das ist eigentlich eine gute Sache und es ist spannend, attraktiv, so ein bisschen ein Rahmenprogramm oder eine andere Sportart zum Fußball, wo wir draußen noch gespielt haben, zu finden im Winter, weil im Winter ist ja oft Pause im Fußball. Und so haben wir das mal angefangen und gegründet. Mhm. Das heisst, ihr habt beide vorher die Schutte da auch ganz normal beim FC Wettig, oder wo? Unter anderem, ja, genau, ja. Also nach etlichen Stationen bin ich dann auch zum FC Wettig gekommen, wo eben auch der Marco und der Fabian auch gespielt hat. Und wir haben es damals mit dem FC Wettigen auch gegründet in dem Sinn. Also ganz am Anfang 2010 sind wir noch unter dem Namen FC Wettigen in dem Sinn in die Saison gestartet und sind dann nach der ersten Saison, wo wir direkt aufgestiegen sind, haben wir uns abgesplittet in dem Sinn vom FC Wettigen und dann sind dann im 2011 ein eigenständiger Verein geworden. Mhm. Der Verein ist, soweit ich das weiß, auf eurer Homepage, ich habe mich natürlich ein bisschen schlau gemacht, erfolgreich. Ihr seid in der höchsten Schweizer Liga, ich glaube Premier League heisst die, oder? Das ist richtig, genau, die heisst Premier League und ist mittlerweile die höchste Liga von der Schweiz, genau. Ja. Und jetzt, ich habe es am Anfang schon angetönt, am 6. März ist eben ein Match hier. Marco, kannst du uns erklären, was das für ein Match ist und was das Besondere an dem Match ist? Genau, es ist Halbfinalspiel in der Premier League von der höchsten Liga in der Schweiz, wie schon erwähnt. Es geht um den Schweizer Meisterschaftstitel, es sind 2 Spiele, einmal die Heime, einmal auswärts. Und das Spezielle ist, wir spielen gegen Lugano. Der Gegner verfolgt uns eigentlich schon seit der Gründung von 2010. Immer in den entscheidenden Spielen. Das heisst, im 2010 in der Nationalliga B im Finale haben wir gegen Lugano gehabt. Dann immer in den Halbfinals haben wir gegen Lugano. Es ist immer schwierig, immer ein harter Match. Und darum, es spricht für viel Spektakel. Darum kommen wir vorbei und unterstützen uns. Mhm. Das tönt spannend, muss ich sagen. Ja, Alessandro, wir haben jetzt gehört, dass das Halbfinale ist für die Meisterschaft und es 2 Match gibt. Wie wird denn das zählt? Ist das etwa so wie bei der UEFA-Regel mit der Heimgoal, Auswärtsgoal? Kannst du uns das kurz erklären? Genau, das ist eigentlich genau gleich. Also es wird das Hinspiel gespielt, dann nimmt man das Resultat, dann vom Rückspiel ebenfalls. Wenn es dann unentschieden wäre, schaut man zuerst, wer hat mehr Auswärtsgoal geschossen. Wenn das auch gleich wäre, in dem Sinn, würde es noch in die Verlängerung gehen. Mhm. Und mit der Verlängerung ist es dann so, dass die Auswärtsmannschaft in dem Sinn einen Vorteil hat, dadurch, dass wenn sie das Goal schiessen, dass es sozusagen dann doppelt zählt. Also wenn dann die Verlängerung auch noch unentschieden ausgehen würde, 1-1 zum Beispiel, hätte die Auswärtsmannschaft gewonnen in dem Sinn. Mhm. Das heisst, es fallen ja eh viel Goal, wenn ich das richtig verstanden habe. Die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Penalty-Schießer gibt, ist relativ gering. Kann man das so sagen? Ja, ich würde sagen schon. Es ist, glaube ich, noch nie vorgekommen. Ich könnte mich nicht daran erinnern.
Es ist sehr gering, weil es gibt wirklich viel Goal, eben im Durchschnitt 5-6 Goal pro Spiel. Also ich glaube, es gibt einen Sieger. Okay. Wir hoffen natürlich, dass das Wettigen wird sein. Und ihr habt es gehört, kommen doch ins Tägi am Sonntag, 6. März um 6 Uhr am Abend geht es hier los. Genau. Weil es ein Halbfinalmatch ist für die Schweizer Meisterschaft, ist der Eintritt bei 8 Franken, wenn ich das richtig weiss. Ich nehme aber an, nur für Erwachsene. Wie sieht es bei Kindern aus? Kinder sind selbstverständlich gratis. Genau, wie du gesagt hast, Tageskasse ist 8 Franken. Also, kommt, hä?